Herzlich willkommen hier bei der Geldfrau. Ich bin Dani Partum, Wirtschaftsjournalistin und Geldcoach. Und ich unterhalte mich jetzt gleich mit Albert Warnecke, besser bekannt unter seinem Alter Ego Finanzvisier. Albert Warnecke ist von Haus aus eigentlich Ingenieur und betreibt aber seit dem Jahr 2014 einen eigenen Finanzblog mit dem Namen Finanzvisier eben. Und er bloggt dort für Leute, die ihr Geld selbst anlegen möchten. Das macht er sehr erfolgreich. Er ist mittlerweile ein gefragter Gesprächsgast und schreibt auch für Zeit Online. Albert hat in diesem Jahr ein Buch veröffentlicht, was Sie über Vermögensaufbau wirklich wissen müssen. Und jetzt ist er bei mir im Interview. Wir reden über Geldanlage und wie Sie als Frau das doch schaffen können, auch ihr Geld selbst in die Hand zu nehmen und anzulegen. Wir sprechen über Motivation, über Rebalancing und andere spannende Dinge. Viel Spaß mit dem Interview mit Albert Warnecke. Kannst du in wenigen Sätzen sagen, was Frauen wirklich über den Vermögensaufbau wissen müssen? Also was ist quasi so die Quintessenz oder die Botschaft deines Buches? Erstens, dass es viel einfacher ist, als man ihnen sagt. Also das Wichtigste ist ganz klar, bevor man Vermögen aufbauen kann, muss man erstmal keine Schulden haben. Also erstmal Schulden weg, dann gucken, wie sind die Einnahmen und wie sind die Ausgaben, was lässt sich da machen und dann, ja, dann kann man anfangen, Vermögen aufzubauen, wenn man diese beiden Sachen erledigt hat und dann guckt man halt, ja, wie viel Schwankungen man erträgt an der Börse und dann tut man einen Teil an die Börse und einen Teil lässt man auf dem Tagesgeld, dass man einfach eben auf zwei Beinen da steht. Fertig, mehr ist es nicht. Das klingt einfach, aber viele Frauen empfinden es kompliziert, anstrengend, zeitaufwendig. Was würdest du denn Frauen sagen, um sie zu motivieren, auf ihre Finanzen zu gucken? Naja, wie soll ich sagen, meine Damen, sie haben sich ja ihre Männer auch selber ausgesucht und bei Finanzen und bei Lebenspartnern, das ist immer mein Spruch. Also was man nicht in fremde Hände gibt, das sind zwei Sachen. Das einmal ist eben die Verwaltung und den Überblick über die eigenen Finanzen, das Auswählen des Lebenspartners. Warum? Weil beides das eigene Lebensglück sehr stark beeinträchtigen kann, im schlechten Fall oder im guten Fall natürlich auch sehr weit nach oben bringen kann. Und das muss man einfach selber machen. Und wie gesagt, die Finanzen sind einfacher, als man denkt. Man braucht nur die Grundrechenarten, ein paar Prozente und den gesunden Menschenverstand und darf sich da auch nicht verrückt machen lassen. Also wenn einem einer super kompliziert kommt, dann muss man das so machen, wie ich das damals beim Notar gemacht habe. Dann habe ich mich wie Inspektor Columbo ganz dumm gestellt und immer wieder gefragt, verstehe ich nicht, können Sie mir das mal erklären, verstehe ich nicht, können Sie mir das mal erklären. Und dann kommt man dazu und dann stellt man ganz oft fest, dass man nichts weiter als ein total verklausematuckeltes 1 plus 1 gleich 2 gehört hat, aber aufgeblasen mit unglaublich vielen Finanzbegriffen. Und da darf man gerne auch ein bisschen respektlos rangehen an die Sache. Was ist so dein Trick, diese erste Hemmschwelle zu überwinden, die ja auch viele Frauen haben? Das merke ich in der Beratung oder im Coaching. Wie könntest du sie motivieren? Genauso wie ich mich motiviert habe, man fängt einfach super klein an. Also das Erste ist ja mal grundsätzlich festzustellen, was habe ich überhaupt? Also man sucht erst einmal an einem Regentag, wenn man sowieso nichts Besseres zu tun hat, ganz stumpfsinnig das Papier zusammen. Das hat ja mit intellektuell und mit Nachdenken noch gar nichts zu tun. Also man fängt ganz super niederschwellig an und dann hat man den Papierstapel da. Und dann lässt es erstmal gut sein. Und dann trägt man das, was man hat, ein und katalogisiert das und versteht das erstmal. Und so arbeitet man sich stückweise vor. Wenn man natürlich sagt, heute Nachmittag mache ich meine gesamte Vermögensplanung, ja, dann ist das viel zu viel und dann scheitert jeder Mann und jeder Frau. Also ich würde einfach sagen, ganz einfach anfangen und fertig. Ja. Und dann, wenn es darum geht, okay, ich habe es verstanden, dann sucht man sich ein Tagesgeldkonto zum Beispiel. Und was auch hilft, würde ich sagen, für die Mann und für die Frau, sich zu überlegen, was ist das Allerschlimmste, das passieren kann. Ja? Also man setzt sich ja gerne hin und dann sucht man Tage, Wochen, Monate lang das beste Tagesgeldkonto. So, und wenn man dann mal ehrlich ist und sich das mal anguckt, die einen bieten 0,5 und die anderen bieten 0,7. Ja? Und wenn ich jetzt das falsche Tagesgeldkonto erwische, ja, dann verliere ich 0,2% Zinsen. Wie viel Euro sind das denn wirklich? Also meistens stellt man fest, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, dass man selbst, wenn man bei der falschen Bank ist, in Anführungsstrichen, oder beim falschen Broker, ja, dass man ein paar Euro verloren oder nicht gewonnen hat, aber
es ist kein Ruin. Also es ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann, ist eigentlich weniger schlimm, als man sich es vorstellt. Man kann sich natürlich jetzt Horrorszenarien, ne? Ein Meteorit fällt genau auf das Bankhaus, bei dem ich bin. Und dann fällt die IT-Infrastruktur aus. Und dann kommt Pest und Cholera. Ja, aber dann muss ich einfach sagen, wir sind ja in der echten Welt und nicht in einem Roland Emmerich-Film. Also das wird eigentlich in allermeisten Fällen nicht so schlimm kommen. Und selbst wenn, es geht immer weiter. Stichwort Großrentenlücke. Na, wir alle müssen vorsorgen privat, weil die gesetzliche Rente vorne und hinten nicht mehr reicht. Viele Frauen überlegen, ja, was kann ich dann tun? Na, dann gibt es Riester, Rürup und all diese großen Finanzprodukte, die uns auch viel Geld aus der Tasche ziehen. Aber ob was hinten rauskommt letztlich und die Rentenlücke schließen, die immer so rumgeistert, steht ja auf einem anderen Papier. Was ist deine Strategie, um im Alter auch Geld zu haben? Also ich würde Folgendes vorschlagen. Man nimmt den Haufen Geld, den man hat, und teilt ihn in zwei kleinere Häufchen. Also das eine Häufchen, das ist, den nenne ich immer den Petrusanteil. Also wie, ne, Petrus, du bist der Fels, auf den ich meine Kirche bauen will. In dem Fall ist das der Felsen, auf den wir unser Vermögen bauen wollen. Und das ist der risikoarme Anteil. Das ist das Tagesgeld, das ist das Festgeld. Da schielen wir nicht auf Rendite, sondern da schielen wir nur darauf, da achten wir nur darauf, dass es wirklich, wirklich sicher ist, dass es nicht crasht in der Krise. Da gehen wir nicht zu einer zypriotischen oder maltesischen Bank, um nochmal 1% mehr Tagesgeld zu kriegen, sondern da gehen wir wirklich total auf Sicherheit und zahlen auch gerne die Prämie insofern, dass wir die Inflation knapp erwirtschaften. Das ist unser sicherer Teil. Und dann nehmen wir den risikobehafteten Teil. Das ist unser Mr. Market-Anteil, das ist der Sturm, das ist die Börse. Aber jetzt müssen wir natürlich erstmal die Verteilung haben. Wie groß soll Petrus sein und wie viel kriegt Mr. Market? Und dann sagen wir einfach mal ganz grob an Daumen gepeilt, Mr. Market kann sich in schlechten Zeiten auch mal halbieren. Und dann nehmen wir unseren Mr. Market-Haufen nur so groß, dass der eben auch eine Halbierung, sozusagen, dass wir mental die Halbierung überstehen. Also wenn wir jetzt sagen, wir haben 10.000 Euro im Mr. Market-Haufen, na gut, dann werden da vielleicht mal temporär 5.000 Euro draus. Halte ich die minus 5.000 Euro aus? Ja, dann ist der Haufen groß genug gewählt. Und dieser Haufen geht dann in einen kostengünstigen, breit diversifizierten ETF, zum Beispiel, dass man den MSCI World kauft. Da sind 23 Industrienationen drin mit rund 1600 Firmen. Da ist man schon mal sehr gut diversifiziert. Und wenn man will, packt man auch einen Anteil Schwellenländer dazu, nochmal 23 Länder und dann nochmal 800 Firmen dazu. Noch eine Anmerkung, wenn man Schwellenland hört, dann denkt man immer, Burkina Faso oder sowas. Nee, tut mir leid. Korea zum Beispiel ist ein Schwellenland. Und der Samsung-Fernseher, der vielleicht bei Ihnen zu Hause steht, ist ein Produkt eines Schwellenlandes. Also die Schwellenländer sind, weiß Gott, auch Schwergewichte. So. Und wenn man also diese Kombination hat, breit diversifiziert, kostengünstig und nur in einer Menge, dass man eine Halbierung temporär durchsteht, ohne zu verkaufen, dann ist man eigentlich schon fein aufgestellt. Und das war's. Wenn ich aber das nicht aushalte, dass mein Geld quasi sich halbiert? Ja, dann gehe ich mit dem Haufen so weit runter und wenn er auf Null ist, dann ist es eben so. Weil, überleg mal, wenn jetzt hier eine Frau dann das Geld nur auf dem Tagesgeld hat, dann ist es immer noch besser, nur Tagesgeldzinsen zu bekommen, als einen Verlust an der Börse zu riskieren und dann eben bei minus 5.000 Euro zu verkaufen, weil die 5.000 Euro wirtschafte ich ja nie wieder rein. Also es ist auch keine Matschefrage mehr ist besser, ja, sondern das muss Frau so entscheiden, wie es sich, da ist Bauchgefühl. Also sonst bin ich immer total für Excel. Aber die Verteilung zwischen Petrus und Mr. Market ist eine hundertprozentige Bauchentscheidung. Wenn ich eben eine Frau dabei gut fühlt, dann wird das so gemacht. Und wenn halt Börse nicht drin ist, dann eben nicht. Darf ich noch kurz was zur Immunisierung sagen? Was ich dann empfehle, ist, dass man einfach unabhängig von allen Kosten 200 oder 300 Euro nimmt, also etwas, wo man sagt, das kann ich als Totalverlust ertragen, und sich bei irgendeinem deutschen Broker, die alle ja hochreguliert sind, ein Depot anschafft und dort für 300 Euro einen ETF auf den MSCI World kauft. Und den legt man dahin und den Begutete achtet man dann immer und dann sieht man, wie der steigt und schwankt und steigt und schwankt und fällt. Und dann kann man sich eben immunisieren, dass man feststellt, oh Gott, ich habe 300 Euro drin, das sind jetzt nur noch 250 Euro. Aber dann hält man das aus und irgendwann sind es nämlich 350 oder 400 Euro. Und dann stellt man fest, okay, mit 300 Euro schaffe ich das jetzt. Dann mache ich mal 3.000 Euro. Und so immunisiere ich mich langsam gegen die Schwankungen und robbe mich dann langsam an eine signifikante Menge dran. Weil eins muss auch ganz klar sein, der einzige Weg wirklich
Also es gibt zwei Wege für Privatleute zu Vermögen zu kommen. Der eine ist eben, ein Business zu gründen, nicht als abhängig Angestellter, sondern als Business im Geschäft zu Wohlstand zu kommen oder eben an der Börse. Also mit allem anderen wird es nicht funktionieren. Da kann man es konservieren, ja, aber nicht wirklich deutlich vermehren. Also man muss in diesem Sinne an die Börse, darf das aber nicht überstürzen, soll da nicht reinspoltern, sondern sich stückweise immunisieren und dann wird man auch dahin kommen. Da bin ich immer ein Verfechter von, den ersten Schritt tun, gucken, wie es sich anfühlt und dann den zweiten Schritt. Und das ist übrigens etwas, das möchte ich auch nochmal sagen, weil du immer sagtest, was Frau tun kann. Das sage ich Frau und Mann. Das ist geschlechtsunspezifisch. Was ist denn der wichtigste Fehler, den du gemacht hast, aus dem du am meisten für dich gelernt hast? Dass ich mich sofort auf Produkte konzentriert habe. Also es gibt ja da diese Pyramide auf meinem Blog, also die untersten beiden Stufen, da geht es erstmal darum, das Philosophische, wer bin ich, was will ich, ja, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, wo will ich hin? Und da muss man sich zuerst mal drüber klar werden. Also eben, junge Frau, will ich heiraten, will ich Single bleiben, will ich ein Haus, will ich kein Haus, will ich viel reisen, will ich wenig reisen, wie soll mein Leben eigentlich aussehen? Und daraufhin muss man ja auch seine Finanzen hinschnitzen, also nehmen an, jemand möchte bauen, in 5 Jahren Immobilie erwerben, dann darf man natürlich nicht mehr an die Börse, weil der Zeithorizont zu kurz ist. Ja? Solche Geschichten halt. Man muss sich erstmal über seine Strategie klar werden. Und ich weiß, dass es jetzt blöd klingt für Anfänger, aber ehrlich, die Produktauswahl oder gar die Auswahl des Brokers, also bei welcher Firma, ob man jetzt bei Consors, Comdirect, Indiba, Flatex, wie sie alle heißen, ob man da oder hier oder dort sein Depot macht, das ist sowas von belanglos, das wird aber so in den Vordergrund gespielt. Also man kann ja also fast eigentlich mit jedem ETF auf den MSCI World, egal von welcher Firma, anfangen und bei jedem in Deutschland regulierten Broker, also jetzt bitte nicht zu einer maltesischen oder zypriotischen Klitsche gehen, sondern einem deutschen regulierten Broker, da sind die alle gleich gut, kann man anfangen. Und die Strategie, der Anfang, das entscheidet und das ist eigentlich eine Sache, die kostet einen nur Bleistift, Papier und eine Tasse Tee oder Tasse Kaffee und einen Waldspaziergang und mit guten Freunden oder dem Partner das zu besprechen. Und ach ja, ich glaube, am meisten Rendite bringt es, mit Leuten, die einem Gutes wollen, darüber zu sprechen, sich auszutauschen und dann im Gespräch Klarheit zu gewinnen, welche meiner Ideen sind gut und welche sind, naja, haben noch Potenzial nach oben. Aber man muss sich das auch so vorstellen, das ist ja auch ein iterativer Prozess. Ja? Also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren, ja, und ich lerne ja immer noch was dazu. Es hört ja nie auf. Die Beziehung zum Mann, die Beziehung zum Geld, da musst du dein Leben dran arbeiten. Das hilft halt nichts. Okay. Wann erledigst du denn deine Finanzen? Hast du einen festen Tag, eine Routine? Meine Routine ist eigentlich, jeden Monat mache ich mein Haushaltsbuch im Groben, was geht rein, was geht raus, aber eben einfach nur so grob im Sinne von überschlägig. Also ich habe jetzt früher gehabt ein Haushaltsbuch mit einer Rubrik, ich war beim Rewe, ich war beim Edeka, ich war beim Aldi, ich war in der Drogerie und dann hat das natürlich keine 3 Monate gehalten, weil das viel zu komplex war. Jetzt habe ich eine große Box sozusagen in Excel, wo ich einfach eintrage, Haushaltsausgaben, bin ich fertig. Dann weiß ich, was geht und das Finanzen, also dieses Thema, wie man Vermögen aufbaut, das kann ich dir sagen, das machen wir irgendwann, meine Frau und ich zusammen, zwischen Weihnachten und Neujahr, 1 Stunde Rebalancing, das war's. Jetzt die Frage, was ist Rebalancing? Also, man hat sich ja für eine bestimmte Häufchengröße entschieden und im Laufe des Jahres wird das eine Häufchen kleiner und das andere Häufchen größer, weil sich natürlich die unterschiedlichen Anlageklassen unterschiedlich entwickeln. So, und dann Rebalancing ist nichts weiter als ein Fachwort für die Häufchen wieder auf die Größe zu bringen, die sie ja am Anfang hatten, weil das war ja die Risikoeinstellung, die man gut fand. So, und das wird halt einfach ganz stumpf mechanisch gemacht und dann sind wir wieder fertig und das war's. Also, das ist übrigens auch noch eine wichtige Sache, die ich Menschen beiderlei Geschlechtern mitgebe, diese Börsengeschichte, die kann echt entspannt und easy sein. Also man sollte nicht täglich drauf gucken. Je weniger man drauf guckt, umso besser. Man guckt einmal im Jahr auch drauf, weil auch die ETFs oder überhaupt die Wertpapiere, was man ja anschafft, das sind ja alles lebende Gestalten, die ändern sich auch mal. Irgendwas ist immer, ne, getreu nach dem Motto, da muss man halt einfach einen Blick drauf haben. Also man kann nicht so Fire and Forget machen, ich habe das einmal installiert und dann gucke ich nie wieder drauf. Nein, 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 nein. Ein bisschen Pflege muss schon sein, aber diese Pflege kann sich sehr im Rahmen halten
Und wenn man das einmal verstanden hat, deshalb ja eben vorher der Hinweis auf die Strategie, wenn die Strategie sich nicht ändert, ändert sich auch das Depot nicht und dann dieselt das so vor sich hin und gut ist. Ich empfehle ja immer mindestens einmal in der Woche auf das Konto zu gucken, um die Kontoauszüge zu checken zum Beispiel. Ich mache freitags immer meine Finanzen und auf das große Ganze gucke ich auch nicht so häufig. Aber hast du auch so einen Tag, wo du sagst, hier buche ich auch alles, zahle alle Rechnungen und sowas? Nee, eigentlich nicht. Das so wie es halt kommt, das geht halt so nebenbei und fertig. Aber ich finde das mit der Routine schon auch gut und wichtig. Muss halt jede so für sich handhaben, wie sie will. Aber wichtig ist halt, nochmal darauf, auf deine Routine, es geht ja eigentlich darum, letztendlich, was du ja machst, ist ja Cashflow-Management. Das muss man auch mal sagen. Wenn man das jetzt toll macht mit seinen ETFs und man hat dann an der Börse alles und es Kohle kommt rein, aber ich achte nicht drauf, ja, im Klein-Klein, dass ich immer aus dem Dispo bleibe, ja, dann ist das ja alles relativ sinnlos, ja, wenn ich dann an der Börse großartig die Gewinne einfahre und verheize sie dann bei den 14% im Dispo. Also das ist mal die Grundlage, erstmal raus aus dem Dispo und dann wird sich alles Weitere finden. Wieso heißt du eigentlich Finanzvisier im Web? Du bist doch Ingenieur. Ja, aber wir Privatanleger haben ja viele, viele, viele Nachteile an der Börse, wo die großen Jungs spielen. Aber wir haben auch einen wahnsinnigen Vorteil. Wir können alles aussitzen. Ja? Uns zwingt ja keine. Wir werden ja nicht zur operativen Hektik verdonnert wie die Fondsmanager, die ja zeigen müssen, dass sie ihr Geld wert sind. Das heißt, wir können den Zinseszins ganz gemütlich für uns nutzen und alles aussitzen. Und das ist die Geschichte von dem Finanzvisier. Die geht so, es war einmal ein Sultan und der hat den Job zu erledigen und den hat sein Visier, der Finanzvisier, eben außergewöhnlich gut erledigt. Und der Sultan war total begeistert und hat gesagt, Finanzvisier hat einen Wunsch frei. Und dann hat Finanzvisier eben gesagt, ja, okay, hier Schachbrett. Und dann die klassische Geschichte, auf das erste Feld ein Körnchen Weizen, auf das zweite Feld zwei Körnchen Weizen und so hin und her. Bis eben immer eine Verdopplung, bis Feld 64. Ja, Sultan hat sich halt komplett kaputt gelacht über den bescheidenen Visier. Ja, und spätestens nach der Hälfte des Schachfeldes waren seine ganzen Kornspeicher eben leer. Und um seine Ehre zu wahren, musste er abdanken und dann wurde der Visier Kalif anstelle des Kalifen. Das heißt, der schlaue Finanzvisier hat eben, wer erinnert sich noch an die Schule, an die E-Funktion, die ja ewig ganz brav geht und dann irgendwann total nach oben abzischt. Und das ist ja eigentlich unser zeitlicher Hebel, eben der Finanzvisier, dass wir einfach zusehen müssen, jung anzufangen und dann irgendwann ab Feld 34 geht halt richtig der Punk ab und dann profitieren wir davon, einfach weil wir es ausgesessen haben und stur heil dabei geblieben sind. Auch bekannt als Zinseszinseffekt. Genau den meine ich. Und darum geht's. Und noch was zum Thema, gerade wird es gesagt, das ist alles so kompliziert und so. Also was ich festgestellt habe, echt Intelligenz wird überbewertet. Ja, wenn man nicht gerade total bescheuert ist, sondern eine normale Intelligenz hat, dann siegt Sturheit. Einfach dranbleiben, stur durchziehen, immer weitermachen, sich nicht beeindrucken lassen und deshalb eben auch wenig Informationen aufnehmen. Also diese ganzen ARD-Börsenbrennpunkte und all die ganzen Börsenzeitungen, alles, was man so lesen kann, das macht einen nur verrückt. Die müssen Sendezeit füllen. Da würde ich einfach sagen, nee, interessiert mich nicht. Solange meine Strategie sich nicht ändert, solange ich nicht heirate, Kinder kriege, mich scheiden lasse, den Job wechsle, solange sich nicht massiv was in meinem Leben ändert, behalte ich einfach mein Konzept bei und stehe dazu. Und deshalb ist die Strategie auch so wichtig, weil du wirst ja nur dann deine Strategie durchhalten, wenn du hinter dieser Strategie auch stehst. Dann verteidigst du sie auch, weil sonst bist du wetterwendisch, weil du nicht mit dem Herzen dabei bist. Sturheit gefällt mir gut. Ich danke dir.